Da Kia Santero Stepway Autotest Autor D. Selzank Kenzi dem Autor Selzank Kenzi wurde der neue Dacia zur Verfügung gestellt und hier seine Testeindrücke. Dacia ist eine Erfolgsgeschichte. Die zu Beginn verlachte Renault-Billigmarke aus Rumänien verkauft sich im Meer besser. Doch die Ansprüche steigen. So bietet man jetzt einen Möchtegern-Froader der nächste Streich der wackeren Rumänen. Das auf dem Nissan Qashqai basierende SUV wird Dacia in neues Sphäre unbekanntes Zeichen reinheben. Doch hier und jetzt soll es um den Sandero Stepway gehen. Er ist eine um Aufmerksamkeit heischende Variante des Schrägheckmodells Sandero, das sich im vergangenen Jahr in Deutschland mehr als 50.000 Mal verkauft hat, Rang 21 in der Zulassungsstatistik. Nächste Woche Toyota Yaris 1.4D4D Live Dacia betritt mit dem Stepway Neuland. Statt wie bisher ausschließlich auf den Preis zu setzen, bei annehmbarer qua unbekanntes Zeichen lietet, das muss gesagt sein, soll der preisbewusste Dacia-Kunde jetzt mehr Geld fürs schicke Äußere ausgeben. Denn Leichtmetallfelgen, eine Dachrolling, Front- und Heckschürzen im SUV-Look, eine verchromte Auspuffblende, Nebel unbekanntes Zeichen Scheinwerfer, Metalliclack und eine höher unbekanntes Zeichen Legung um 20 mm haben nur B unbekanntes Zeichen Dinken Nutzwert. Zugegeben, er sieht Kehr unbekanntes Zeichen Nick aus, der Schrittweg, aber es bleibt bei einfachem Frontantrieb. Zwei Motor unbekanntes Zeichen Rehen stehen zur Wahl, ein 1,6 Liter Benzin. Näher. 64 kW / 87 PS und ein 1,5 Liter D unbekanntes Zeichen Seel, 50 kW / 68 PS. Als Selbstzünder kostet der Stepway 11.290 Euro, für den Benzi unbekanntes Zeichen Näher werden 9.990 Euro verlangt. Gegen Aufpreis gibt es ein CD-Radio, 460 Euro. Elektrische Fensterheber vornebst Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 300 Euro, oder im Paket das Radio mit einer Klimaanlage, 850 Euro. Das war's, mehr geht nicht. Beim normalen Sandero Beginn unbekanntes Zeichen nehmen die Preise schon bei 6.990 Euro, für das Basismodell mit 1,4 Liter Benziner mit 53 kW / 75 PS. Dann hat man freilich noch nicht einmal eine Servolenkung. Darauf muss man im Stepway nicht fair unbekanntes Zeichen sichten, wenn auch trotz höchstmöglichen monetären Einsatzes so manches Detail vermisst wird, was man in unseren heute so hochgerüsteten Autos kennen und schätzen gelernt hat. Mit der manuellen Außenspiegelverstellung kann man ja noch leben, aber dass die elektrischen Fensterheber keine Automatik haben, Sonntag unbekanntes Zeichen, dann man den Finger auf dem Schalter H unbekanntes Zeichen wenden muss, unpraktischerweise in der Mietzielkonsole, das spart Dacia aber Kosten, nervt jedes Mal aufs Neue bei der Einfahrt ins Parkhaus. Dass die Kinder hinten Kur unbekanntes Zeichen bellen müssen, ist als erzieherische Maßnahme unbekanntes Zeichen mir vielleicht gar nicht so falsch. Den Lütten auf der Bank fällt aber so unbekanntes Zeichen fort auf, dass es im Sandero keine Armlee unbekanntes Zeichen Nähe in der Mitte gibt, und der Gurt für ein unbekanntes Zeichen Nähe dritten Passagier in der zweiten Reihe aus der Decke kommt. Nicht kritisieren kann man das Raumangebot, Vorname wie hinten ist für die Fahrzeugklasse, Klingen war unbekanntes Zeichen gehen, der stattliche Stepway ist 5 cm unbekanntes Zeichen Meter länger als ein VW Polo, ordentlich Platz, auch die Kopffreiheit geht völlig in Ordnung. Vorname blickt man auf eine Biede unbekanntes Zeichen Re-Plastiklandschaft, aber es tut nicht weh, versprochen. Japanische Autos vor 10 bis 15 Jahren waren innen auch nicht schön unbekanntes Zeichen leer. Die vorderen Sitze sind passabel, das Bedienen der Heizung-Lüftung ist etwas umständlich, weil auch diese Schalter zu tief in der Mittelkonsole platziert sind. Leider ist das Lenkrad nicht höhenfair unbekanntes Zeichen stellbar und verdeckt zum Teil die Sicht auf die Instrumente, gegen die es sonst nichts zu sagen gibt. Das über den Füll unbekanntes Zeichen Stand des Tanks und die Wassertempere unbekanntes Zeichen Tour digital elektrisch informiert wird, ist Mode. Gewöhnen muss man sich daran, dass die Wischer nicht automatisch lau unbekanntes Zeichen fehlen, wenn man Wasser auf die Scheibe spritzt. Und wenn das Wischwasser leer ist, ist es leer.
Eine Warnung gibt es nicht, hatten wir ja früher auch nicht im Opel Kadett. Fast schon als positiv vermerken wir das Fehlen einer Warnung für Gurtmuffel. Das akustische Gemecker nervt sonst immer beim Rangieren. Der Kofferraum, beleuchtet, hat mit ein unbekanntes Zeichen Nebenvolumen von 330 Liter eine angemes unbekanntes Zeichen Sehnegröße, Polo 280 Liter. Er lässt sich durch Umliegen der Rückbahnlehne asymmetrisch geteilt erweitern, allerdings ergibt sich kein ebener Laderaumboden, die Lehnen ragen doch recht steil in die Höhe, die Sitzfläche kann nicht senkrecht gegen unbekanntes Zeichen gestellt werden. Ein Reserverad hängt unter dem Fahrzeugheck. ABS und zwei Airbags gibt es auch so unbekanntes Zeichen wie Isofix-Halterungen für Kindersitze auf der Rückbank. Was fehlt, sind nicht nur Seiten-Airbags. Auch ESP ist nicht zu H unbekanntes Zeichen Ben. Das ist bei jedem Dacia so. Man kann unbekanntes Zeichen T nun argumentieren, man brauche es nicht. Der Dacia Diesel war eines der mühe unbekanntes Zeichen besten Autos, das wir in den vergangenen Jahren gefahren haben. Man muss sich schon mächtig anstrengen, um den Step unbekanntes Zeichen Way so schnell werden zu lassen, damit eine Kurve zur Gefahr wird. Und im Übrigen unbekanntes Zeichen gehen ist der Dacia Kreuz brav und Übersteuer unbekanntes Zeichen erd sehr beherrschbar. Die starke Seiten unbekanntes Zeichen Neigung in schnellen Kurven kommt als Vorwarnung dazu. Weil die Lenkung sehr schwammig ist, macht zügiges Fahren unbekanntes Zeichen Nähen keinerlei Spaß. Der Dacia reduziert das Autofahren aufs Wesentliche, das Fortkommen. Im Übrigen sind die Bremsen unbekanntes Zeichen Sinn ohne Tadel. Das Pedal tritt sich zwar et unbekanntes Zeichen was gefühllos, aber der Sandero steht in angemessener Kürze und lässt auch mehr unbekanntes Zeichen rere Vollbremsungen über sich ergehen, ohne mit der Bremskraft nachzulassen. Zahlniveau senken würde, ist nicht vorhanden unbekanntes Zeichen den. Es ist vielleicht besser so, weil das Schalten in der teigigen Box nicht unbedingt ein Vergnügen ist. Wenigstens tritt sich das Kupplungspedal leicht. Elastizität darf man ebenfalls nicht erwarten, vor allem unbekanntes Zeichen lehm nicht im fünften Gang. Mehr als 20 Sekunden dauert es, bis von 50 auf 100 km pro Stunde beschleunigt ist. Doch einen Vorteil hat der schlappe Motor, er kann sehr spar unbekanntes Zeichen Sam mit dem teuren Treibstoff umgehen. Schonend während kalter Tage im Rhein unbekanntes Zeichen mein Gebiet bewegt, kamen wir auf einen Schnitt von 5,3 Liter Diesel auf 100 Kilo unbekanntes Zeichen Meter. Gibt man dem Auto auf der Auto unbekanntes Zeichen Bahn im Rahmen der Möglichkeiten die Spuren und fährt längere Strecken Tempo 140, bei knapp 3400 Umdrehungen in der Minute, kann der dieselbe Klickoff 4 Uflis zu 8 Liter steigen. Im Schnitt 6,8 Liter sind annehmbar. Eine kleine Überraschung eher unbekanntes Zeichen liebten wir beim ersten Tanken, nach gut 700 gefahrenen Kilometern wurden wir von der Warnleuchte an die Säule geschickt. Dort liefen dann 56,57 Liter in den 50 Liter Tank, Werksangabe. Da unbekanntes Zeichen über kann man ja noch schmunzeln, ärgerlicher ist der weit vorauseilende Wegsdreh unbekanntes Zeichen KGNCA. Der einen um 0,2 Liter bis unbekanntes Zeichen Ringkraftstoffbedarf vorgaukelt. Was vom Dacia wieder einmal haften bleibt, ist die Erkenntnis, dass er aufs Bs unbekanntes Zeichen T das Mobile-Grundbedürfnis erfüllt. Doch der Mensch strebt schon immer nach höherem, nach Verbesserungen. Bs unbekanntes Zeichen T Beweis, rund die Hälfte der deutschen Sandero-Kunden ordert den Stepway. Des unbekanntes Zeichen Zen Einstandspreis ist immer noch Güns unbekanntes Zeichen Tick, und Dacias erweisen sich zudem als sehr wertstabil. Das mag überraschen, Dacia Sandero Stepway Autotest Zelmk Kenzi Selzank Kenzi.